Hallo und herzlich willkommen bei der www.kim-akademie.de. Moin Rainer, ich grüße Und dich. Dennis, guten Tag Heute auch. haben wir einer meiner Lieblingsthemen und zwar Stylist. Und jetzt hört genau zu, das ist eine Folge, die müsst ihr euch genau, also wie alle anderen, heute genau anhören, weil schöne Grüße an Klaus. Er fragte, ob es möglich wäre oder es wäre schön, wenn man Styles, die sehr songbezogen sind, wo man sofort weiß, aha, das ist der, wie man die vielleicht so umbauen kann in schnell, dass es einen simplen, also ein anderer Style Ein wird. anderer Also, Style, der nicht so songspezifisch genau, klingt. ja, Ne? Das war genau. seine Frage nämlich. Also seiner Meinung nach sind sehr viele songspezifische Styles drin. Es gibt ja so, den kennt ihr alle, diesen We Will Rock You Style. Ja, genau. Ne? Was will man Genau. da sonst noch mit spielen? Ja, aber hier zeigen wir dir mal, wie man das umändern kann. Das könntest du mit allen Styles mal probieren. Und wenn dir das Video gefällt, dann bitte Daumen nach oben. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Also, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, um solche Styles umzubauen. Bevor wir anfangen, zeige ich erstmal Ursache und Wirkung. Okay. Also Ursprungsstyle ist unser 80er Teen Disco. Ich spiele das mal mit Intro 3. Da weiß auch jeder eigentlich, was da los ist. Finden wir hier in der Retro Pop 80er Gruppe da, nicht? Also los. Und so weiter. Da gibt es noch mehrere Lieder, die man damit spielen kann. Ja, genau. Aber vielleicht ist das einer, vielleicht aber auch nicht. Denn die entscheidende Frage müssen wir uns ja erstmal stellen: Was macht denn überhaupt diese spezielle Wirkung dieses Styles aus? Letztendlich ist ja ein Style auch nur eine vier- oder achttaktige Minisequenz, die sich immer wiederholt. Also, was ist es denn, was denn diesen Style so unverwechselbar macht? Oder Ach häufig so. auch in diese eine Richtung Gute drängt da, nicht? Idee, erstmal in die Analyse gehen. Was stört mich da Genau, was eigentlich? stört mich eigentlich? Genau. Oder andersherum, das ist ja auch so eine Frage, die man sich stellen muss, wenn ich den Titel jetzt gar nicht kennen würde, das Original, was wäre denn das für mich? Ja. Das ist, ne? Also, jetzt haben wir das gerade gehört. Ich spiele noch einmal gerade hier Variation D, einmal noch kurz nochmal durch. Jetzt schalte ich mal um. Also Punkt 1, es sind Ah, natürlich auch die Akkordwechsel das in dem ist ja richtigen geil. Rhythmus, ne? Genau. Aber es klingt dennoch natürlich anders. Und jetzt schauen wir mal, was ist denn jetzt gemacht worden? Also was ganz konkret. Das Einfachste ist natürlich einfach das nervige Material Ausschalten. raus. Ausschalten. Und das machen wir natürlich am einfachsten über hier Assignable B, ist werksmäßig verknüpft mit Channel On-Off. Und hier haben wir natürlich unten die Style-Sektion und unsere Parts. Und hier können wir natürlich einfach dann, ich schalte nochmal zurück auf den Werksstyle, so wie er uns ab Werk entgegenkommt. Und dann können wir natürlich einfach mal gucken, was ist denn drin? Und was auffällt natürlich die Trompeten. Die haben wir schon mal beruhigt. Das ist das Einfachste. Also einfach mal die Spuren abklopfen auf mutbare Spuren. Und da wird man feststellen, wenn man das schon mal so ein bisschen durchgeguckt hat, ist das schon eine ganze Menge. Okay, Nummer zwei wäre dann, die Stimmen einfach revoicen. Also die Klangfarben, die diesen Noten zugrunde liegen, austauschen gegen andere. Und jetzt hören wir hier nochmal. Wir haben hier eine Spur. Wenn ich länger drücke, kann ich die Spur isoliert abhören. Jetzt hören wir ein E-Piano. Und das geht natürlich auch so in eine spezielle Richtung. Da hört man sofort, ah, sieht wie so ein 80er Sound. Da möchte ich jetzt einfach mal ein Klavier haben. Und ich drücke einfach hier auf die Spur drauf, nicht? Also hier habe ich auf das Icon gedrückt und dann kann ich sofort den Klang austauschen. Je nachdem, was ich jetzt brauche. Der Klang ist vielleicht sogar ein bisschen laut. Da wechsle ich kurz in den Mixer rein und ziehe in der Rubrik Style hier unsere Klavierspur mal ein bisschen runter. Und dann können wir jetzt sofort mal wieder, die kann ich ja hier auch wieder aktivieren. Drücke ich wieder drauf. Und da klingen alle wieder. Bläser weg. Ja, da habe ich ja schon mal ein gutes Ergebnis, ne? Genau. Vielleicht ein bisschen mehr wieder.
man schon, das ist so ein bisschen standardmäßiger mit dem Piano-Sound eben. Also, das war die zweite Sache, revoicen, entweder hier in Channel on off oder tatsächlich auch im Mixer. Das geht genauso natürlich hier, nicht? Ja. Genau. So, dritte Sache, und jetzt gehen wir in den Stylisten rein. Punkt 1, die Drums. Hören wir uns die auch nochmal eben an. Im Original klingen sie so. Ich drücke mal wieder länger drauf auf die Rhythm 2 Spur. Mhm. Die macht das hier. Und da haben wir schon so typische Elemente. Ja, ja. Ne, die Drum Machine so mäßig, ne? Ja, Drum Machine und Woodblock Sounds synthetischer Art, die zeichnen diesen Titel auch aus. Ne, wenn die jetzt gleich fehlen, und das, ich schalte mal einmal um auf die 2, dann hören wir, was ich meine. Ja. Genau. Ja. Und die finden wir jetzt in Rhythm 2. Jetzt müssen wir einmal in den Style Creator. Wir drücken Menü. Menü 2. Und da finden wir hier oben den Style Creator in der ersten Zeile. Und jetzt müssen wir kurz schauen, dass wir den Record Channel aktivieren hier links. Und dann ist standardmäßig voreingestellt, die Rhythm 2 Spur steht immer auf Aufnahme. Das heißt, wenn wir, sobald wir starten, Tasten drücken, wird das direkt mit aufgezeichnet. Ja. Also da immer sich zurückhalten. Wir wollen jetzt also Drum Sounds rausschmeißen. Ganz einfach, diese störenden bzw. typischen für diesen Song Klangfarben rauswerfen. Wir wählen Drum Setup hier unten. Und jetzt können wir natürlich einmal den Song starten. Ich drücke jetzt keine Taste. Einmal kurz die Spuren stumm schalten, damit wir schön uns konzentrieren können auf das, was wir da hören. So, jetzt rein in den Drum Setup. Und jetzt sehen wir hier oben auf der Tastatur, welche Drum Sounds denn jetzt im Einzelnen da gespielt werden. Da hören wir so einen Woodblock oder sowas. Dieser hier. Ja. Den nehmen wir raus. Den merken wir uns jetzt mal, das Ass hier. Und dann ist da noch so dieser ständig wiederkehrende Klang. Das ist der. An der orangenen Farbe sieht man das, ne? Ja. Muss man ein bisschen ausprobieren. Jetzt liegt da oben zur Kontrolle der Pfeil. So, die beiden wollen wir rauswerfen. Jetzt verlassen wir das Menü wieder. Ich habe mir gemerkt, das E und das Ass war es. Jetzt drücke ich hier oben, Clear, hier unten, Clear Drum Instrument. Zack. Und während diese Anzeige angezeigt wird, kann ich einfach diese beiden Tasten drücken. So, Exit und starte wieder. Ich habe vorher, wie gesagt, gestoppt, ganz wichtig, weil sonst würde ich ja aufnehmen. Und da sind sie weg. Und jetzt klingt das ein bisschen aufgeräumter. Wir haben ja noch unsere Rhythm 1 Spur. Die lassen wir einfach mal so, wie sie ist. Da sind auch so ein paar Kuhglocken drin. Aber die lassen wir einfach mal weiter tönen. Ja, so können wir das jetzt abspeichern. Ich mache das jetzt mal nicht, weil das ist ja alles schon vorbereitet hier auf der 2. Das wäre aber das Prozedere, um jetzt einfach eine Drumspur mal auszudünnen, gewissermaßen. Und dann die nächste Möglichkeit wäre, in Verbindung wieder mit dem Style Creator, den Bass einmal auszutauschen. Bassklangfarbe ist natürlich für viele Styles immer teilweise ziemlich typisch. Hier ist er jetzt nicht ganz so spektakulär, aber dennoch ist das natürlich eine gute Möglichkeit, um den Style einmal umzufärben, umzubauen. Hören wir doch mal einmal rein, was er da macht. Achten wir auf unseren Bass. Mehr oder weniger Achtelnoten, die da durchlaufen. Und jetzt hier auf der 2. Ein bisschen mehr Rhythmus drin. Bam, ja. Bam, bam. Einmal isoliert hören. Zack. Ich habe die jetzt länger gedrückt wieder. Genau, und diese Bassfigur, die habe ich mir geklaut aus dem Style-Bereich. Natürlich Style gedrückt, Preset und dann ist das hier aus der Dance-Gruppe 90s House Dance. Da kommt der Bass raus aus der Variation D. Klingt jetzt ganz anders natürlich, ne? Der Original-Style, aber die Bassfigur kommt genau da raus. Und wie wir das jetzt austauschen, zeigen wir mal eben. Das ist ja der Original-Style wieder, 80er Teen Disco. Rein ins Menü, wieder in den Style Creator. Und diesmal in die Assembly-Funktion. Und mit Assembly können wir aus unterschiedlichen Styles uns Elemente klauen und in unseren Style reinbasteln. Und wir wollen das jetzt auf den Bass beziehen. Und dann brauche ich einfach nur Copy From, steht ja hier.
Also kopieren von, jetzt tippe ich hier drauf, wir lassen jetzt tatsächlich auch Main D und die Bassspur natürlich so, wie sie ist, dass es überhaupt eine Bassfigur wird. Und jetzt, wie gesagt, in unsere Dance-Abteilung 90s House Dance. Das ist er. Jetzt steht das hier auch zur Kontrolle. 90er House Tanz, Main D, Bass, Spur. Also haben wir jetzt genau diese Spur hier drin. Wir hören nochmal einmal isoliert. Ja. Genau. Das ist sie, wie wir sie auch gerade schon gehört haben. Das war's schon. Jetzt kann ich abspeichern. Save wieder drücken. Ich bin jetzt gerade hier in einem speziellen Ordner gewesen. Und dann habe ich den einfach hier abgespeichert eben. Brauchen wir jetzt nicht machen, haben wir schon gemacht. Raus hier wieder, nicht speichern. Und das ist jetzt die vierte Möglichkeit. Dann letzte Möglichkeit natürlich. Oder vielleicht gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Man kann Lautstärken beeinflussen, Effekte austauschen und so weiter. Aber natürlich auch Multipads mit einsetzen. Und hier läuft jetzt tatsächlich ein Multipad mit. Das ist die Arpeggio-Figur. Auch so typisch für solche Dance-Geschichten eben. Und ja, mach mal aus. An. Genau, das wollte ich auch sagen. Und für diese, da haben wir Multipads erstellt und zwar in solchen Rhythmen, also verschiedenen Dance-Rhythmen und so weiter, blende ich jetzt mal ein. Könnt ihr euch mal anschauen, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Was noch wichtig ist, im Zusammenhang mit Multipads, Lautstärken sind natürlich immer da ganz wichtig, weil das ja auch so ein Fremdkörper ist. Man weiß immer nicht, soll das jetzt eine begleitende Funktion haben oder eher solistisch? In dem Fall natürlich ganz klar begleitend, also auch auf diesem Style-Niveau sich irgendwie einpegeln. Da wäre jetzt der Lautstärkepegel auf 64 eingestellt, nicht? Um das einigermaßen zu harmonisieren. Genau. Alles andere kann man natürlich auch in Registrierungen festhalten. Sobald wir den Style Creator betreten und da Änderungen vornehmen, müssen wir die natürlich auch da abspeichern. Aber wir können zum Beispiel auch ohne Style Creator arbeiten, indem wir einfach hier die Mutes zum Beispiel in Registrierungen speichern können. Mhm. Dafür brauchen wir keinen neuen Style kreieren und auch die Revoice-Geschichten, Lautstärken, Einstellungen hier über Taste A, wenn wir hier in der Style-Sektion sind, unsere 8 Spuren hier sehen, können wir natürlich auch für die Registrierung die Korrekturen vornehmen, abspeichern und dann merkt sich das schön. Ja, schöner Power-Tipp, jetzt seid ihr wieder an der Reihe und zwar sagt uns doch mal, mit welchem Style ihr das ausprobiert habt, probiert es doch gerne mal mit irgendeinem Style aus, völlig egal, Variation 1 oder Variante 1, 2, 3, 4, welche findest du am besten, welche nutzt du auch, welche kannst du noch gar nicht, ansonsten geh gerne bei uns auch auf die Seite www.kiermüllsakademie.de, dort findest du nämlich, wie gesagt, auch die Multipads, so ein bisschen Dance-Multipads, aber auch neue von Herrn Brüggehagen. Klaviere. Ja, Klaviere, Serena gerade, Multipads ist gerade wieder der Renner, vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich nächste Woche wieder. Bis dann, sagen Dennis und Rainer von der www.kiwi-akademie.de. Ciao, ciao. Tschüss.